Luki, was kochen wir heute? Wir kochen heute ein gegrilltes Gemüse. Ein gegrilltes Gemüse? Und was brauchen wir da? Die Arondo-Pfanne. Ah, die Arondo-Pfanne, weil die unten dieses Grillmuster hat, ja. Gell? Habt ihr gesehen? Hm? Ja gut, dann legen wir schon mal los. Dann schneiden wir schon mal unseren Zucchini gleich in Scheiben. In der Zwischenzeit hat praktisch unser Arondo-Pfanne auf. Bis zum Kotelettfeld. Da kommen natürlich auch so ein Piepser auf da, ist klar. Also, jetzt ist dann gleich soweit. Okay, Temperatur ist erreicht. Dann einfach den Pieper runter. Deckel kurz aufmachen. Wir wollen mal halt einen Spargel grillen. Einfach den Spargel ein bisschen klar schneiden. Oder man hat irgendwo so Bruchstücke, das geht auch. Okay. Am besten ist, wenn man sowas natürlich regional einkauft. Sowas hat jeder bei sich vor der Haustür. Und dann kann man natürlich noch alles andere Gemüse rein tun. Also wir machen halt einen Spargel mit Zucchini. Das könnt ihr aber genauso gut ein Fenchel rein tun oder ein Paprika oder Gelbwürmstreifen. Was man mag, das spielt überhaupt keine Rolle. Würzen das dann hier noch. Und wenn man das Ganze noch mit ein bisschen Olivenöl und ein paar gute Gewürze verfeinert, dann ist das eine grimmige Sache. Ein bisschen abdrucken, okay, damit das alles ein bisschen Bodenkontakt hat. Genau, drum, wisst ihr, drehen wir wieder oben auf 3. Genau. Und dann machen wir unseren Deckel kurz zu, weil der Gemüse sehr feucht ist. Drehen wir unseren Thermometer runter, damit das auch einen schönen gegrillten Effekt kriegt. Wenn es jetzt jemand noch knuspriger haben will, der kann natürlich den Deckel komplett herunter lassen, aber dann muss man den Strom auf 5 oder 6 lassen, damit die Temperatur passt, weil jetzt mit Deckel habe ich ein bisschen einen Temperaturstau da drin. Man sieht, dass das schon wieder recht schön ausdampft. Look, jetzt schauen wir einfach einmal nach, da haben wir einen Thermometer drauf. Gut, dass du meinen Deckel aufmachen, vorsichtig, irgendwo auf Seitenlänge. Genau. Dann schauen wir mal. Ja, das schaut doch super aus, oder? Schau her. Und da kriegst du jetzt einen richtig schönen Grilleffekt. Mit ein paar super Röststoffe drin. Da klebt ja nichts. Also, gell, ich habe jetzt natürlich nicht extra gesagt, dass man da kein Fett mit rein tun muss. Also bitte ja, kein Fett rein tun. Ja, weil sonst musst du anders arbeiten. Dann ist der viel zu heiß jetzt die Pfanne. Der darf dann nicht aufheizen bis zum Kotelettfeld. Ja, und unser gegrillter Spargel. Schaut natürlich auch super aus. Ja, schaut sich das an. Das ist doch phänomenal. Genau. Einfach umdrehen. Deckel wieder drauf. Thermometer lasst ihr unten. Man muss natürlich, wenn man jetzt den Spargel so dick hat, als wir den da, den darf man schon auf alle Fälle mit Deckel so 10 Minuten in der Pfanne lassen, damit der auch durch wird. Wenn es jetzt etwa zu lang dauert, der kann natürlich jederzeit diesen Spargel auch einfach ein bisschen kleiner schneiden. Okay. Passt halt von den Garzeiten her, da halt einfach mit dem Produkt an, so viel Zeit, wie ihr halt habt. Warte, jetzt, jetzt mag ich noch kurz schauen, weil der Papa hat bei 2 Söhne mit dem Pfannenwender oder eingestochen. Wieso denn? Ich hab's eigentlich nur abgedruckt, gell? Okay. Das ist ganz gut, dass du da so aufpasst. Ein bisschen abgedruckt, das wisst ihr, damit man ein Bodenkontakt hat. Genau, den letzten drehen wir noch um. Gut, Lucke, Deckel drauf. So, Thermometer drehen wir wieder runter und wenn jetzt einer sagt, das ist mir aber viel zu wenig, dann gibt es natürlich diese Arondo-Pfanne auch noch in groß, gell? Das kennt ihr vom Kaiserschmarrn, also in 32 cm. Und wenn man fertig ist, dann kann man den Strom praktisch jetzt ausschalten und wenn ich sage, ich habe jetzt in ein paar Minuten noch eine zweite Lage, dann lasst ihn einfach auf 4 laufen. Also, ich wünsche euch einen guten Appetit. Ja, der Luke ist schon wieder da hier, der wird sich gerade gabeln. Gut, und jetzt probierst du es einmal. Ah, da hast du nur ein bisschen was hergerichtet. Aha, ja. Olivenöl hat er schon drüber, der Luke, gell? Weil die schmeckt natürlich super, ein bisschen Salz. Und das Allerbeste ist das AMC-Gewürz, das pur Wein, gell? Das mag auch mal lieber. Ah, nicht zu viel, weil das ist ganz was Pures. Okay. Wunderbar, jetzt probieren wir mal.